Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar könnt ihr schon im Titel sehen, ich habe mir ein neues Handy bestellt und ich war jetzt die letzten zwei Tage in München und es kam einfach genau gestern an. Bedeutet, ich habe gebetet, dass ich heute nicht so spät nach Hause komme, dass ich dieses ganze Video noch drehen kann. Und wir haben mittlerweile, ich glaube so, ja, wir haben 7:45 und jetzt zeige ich erstmal, was ich mir für Zubehör bestellt habe, weil ich wollte ja nicht am Ende, dass mein Handy da ist und ich habe keine Schutzhülle oder sowas. Das wäre absolut belastend gewesen. Bedeutet, ich habe mir einfach erstmal ganz, ganz Standard eine durchsichtige Handyhülle bestellt, weil damit kann man einfach nichts falsch machen. Und dann habe ich mir noch was bestellt, was richtig krass ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar, es ist ein bisschen was anderes. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, ist es das, was ich wollte? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Es gibt nämlich ein Glas, was du drehst und dann siehst du nicht mehr, was derjenige auf dem Handy macht. Und weil mich die Kinder im Bus immer stalken, habe ich mir gedacht, okay, ich brauche das. Und dementsprechend habe ich mir das dann auch bestellt. Und ich packe jetzt erstmal hier gerade die Handyhülle aus. Okay, die ist verdammt clean. Die ist sehr, sehr durchsichtig. Ja, aber bevor ich jetzt damit weitermache, Leute, ich will ja einfach nur dieses Handy haben. Aber wie ihr schon sehen könnt, das iPhone X ist im Gegensatz zu meinem alten kleiner. Ich glaube, da werde ich mich ein bisschen umgewöhnen müssen, wenn man das so sieht. Ist natürlich ein kleiner, feiner Unterschied. So, und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte, an das Wichtigste hier aus dem ganzen Video überhaupt. Und mein Handy. So. Und zwar haben wir hier einmal, hier seht ihr die Seite, bei der ich das gekauft habe. Oh nein, hier seht ihr es. Ja, okay, ihr hättet es auch andersrum gesehen. As good as new. Das sind gebrauchte Telefone und ihr habt dort eben 30 Monate Garantie. Und ja, könnt jederzeit irgendwas reklamieren, wenn es irgendwas zu reklamieren gibt. Ich finde es schade. Ich glaube, der original Apple-Karton ist leider nicht mehr dabei. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe keine Schere, womit ich das hier smooth aufmachen kann. Vielleicht kriege ich es ja auch so hin. Okay, ich habe jetzt eher ein Loch in den Karton gemacht, anstatt das ganze Ding hier aufzumachen. Au, aber es hat funktioniert. Leute, wer braucht schon eine Schere? Lifehacks mit Justus. Nehmt einfach euren Kugelschreiber. Funktioniert auch. Ne, ernsthaft. Funktioniert richtig gut. Hat geklappt. Und hier ist das Gerät. Wow. Das ist so ungewohnt, weil ich halt einfach noch kein solches Handy hatte. Es ist schade, dass der Karton halt leider nicht dabei ist. Das ist echt sad. Das iPhone X, so ein Karton hätte ich gerne gehabt. So, einmal hier diese Standarddinger von Apple. Sogar diese coole Nadel noch dabei. Ja, und dann ist hier das Gerät auch schon drauf. Das ist eingeschweißt. Also die haben sich da von der Sicherung auf jeden Fall verbessert. Und ich hatte als Zustand, glaube ich, sehr gut angegeben. Und es sieht von hinten aus wie neu. Leute, gebt euch das. Es sieht aus wie neu. Das Einzige, was ich jetzt sehe, sind minimale Kratzer an der Seite. Was, erkennt man das? Also es sind minimale Kratzer, wirklich. Minimale Kratzer. Wenn man die sieht. Also geht mega klar, mega klar. So, dann nehme ich erstmal die Hülle und packe das gute Stück. Ne, ich muss erstmal meine Dings hier reinmachen, meine SIM-Karte. Das wäre natürlich Knorke, Leute, ne? Wäre Knorke. So, dann packen wir einmal das werte Stück hier rein, holen einmal das hier raus. Ach, so, einmal meine SIM-Karte. Das muss ich jetzt auch verkaufen, das Handy, weil, ja, ein Teil von dem Geld ist in meinem iPhone, in meinem neuen schon. Und ich wollte auch das erste Mal ein silbernes Handy haben, beziehungsweise ich finde eher, das ist weiß, weil wo ist das Silber? Real Talk so, wo ist das Silber? Das weiß. Einfach, weil das einzige Apple-Gerät ist, was vorne schwarz ist. Und hinten weiß. Und das fand ich super gut und deshalb wollte ich das genauso haben. Und ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob diese Hülle, die hier da liegt, ob das genau die ist, die ich auch wollte oder nicht. Weil ich habe, wie gesagt, zwei Hüllen bestellt. Deshalb bin ich mir da gerade ein bisschen unsicher. Also ich habe mir einmal normales Panzerglas bestellt und einmal anderes. So. Boah, ist die hart, die Hülle. Oh mein Gott. Mache ich es lieber so rein. So, so. Oh, so ist es drinne. So sieht das schnieke Stück jetzt aus. Und dann würde ich sagen, schalten wir den guten Hasen einfach mal an. Hat sogar Akku. Nice. Das Ding ist, ich vermisse den Homebutton einfach jetzt schon. Ich vermisse ihn jetzt schon. Das ist sad. Weil das Coole war hier ja, dass du eben diesen Homebutton hattest und dann einfach alles machen konntest. So, okay. Hello. What's up? Zum Öffnen nach oben streichen. Ja, mache ich doch. So, einmal ans Ladekabel. Deutsch. Ja, Deutschland. Danke. Ich habe jetzt auch ein neues Kabel. Finde ich nett, weil dann kann ich dieses Kabel hier, weil ich habe normalerweise... Lol. Ich habe normalerweise angegeben, dass ich bei diesem hier, also bei meinem alten Handy, bei dem hier, kein Kabel habe. Kein Originalkabel, aber jetzt habe ich ja welches. Ist natürlich ganz schön praktisch. Werde ich dazu tun.
und mir merken. Und jetzt werde ich einfach hier alles konfigurieren und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal schreiben, welches Handy ihr derzeit habt und ob ihr immer neue Produkte kauft oder ob ihr auch sagt, nö, gebrauchte gehen auch. Weil ich bin der Meinung, dass gebrauchte auch mega klar gehen. Also die meisten gebrauchten, die ich bisher hatte, waren alle wie Neuprodukte. Also auch das hier, ich meine, Leute, seht es an. Es sieht aus wie neu. Also von hinten sieht es aus wie ein neues iPhone. Und man sieht nicht mal ansatzweise, dass es gebraucht ist. Und ja, deshalb bin ich da eigentlich relativ locker, was so gebrauchte Handys angeht. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, whatever. Und gut, habe das falsche WLAN-Passwort eingegeben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao.